Ja, willkommen zum dritten Projekt heute, Hello from the Other Side. Und wenn man sehr, sehr weit auseinander wohnt und trotzdem Dinge miteinander tauschen will, dann kann man das damit machen. Unser Projekt Hello from the Other Side basiert auf einer Website, wo man Dinge von überall auf der Welt austauschen kann, anstatt sie zu kaufen. Ich mache ein Beispiel. Ich komme aus Taiwan und hätte gern ein deutsches Buch. Dann kann ich auf der Website surfen und die Person, eine Person aus Deutschland finden. Dann kann ich die Person bitten, mir das Buch zu schicken und die Person bekommt dann etwas von mir. Das ist die Grundidee von dem Projekt und jetzt zeigt euch Martin, wie wir das realisiert haben. Dafür haben wir eine Website gebaut, wo man Offers, also Angebote hinzufügen kann. Sowohl andere Menschen als auch man selber. Und man kann dann sagen, dass man mit jemandem etwas traden will. Das heißt, man klickt dann auf den großen Trade-Button und sucht dann etwas von seinem eigenen Profil aus. Beispielsweise, nehmen wir jetzt als Beispiel Weißwurst. Und dann will man Weißwurst aus Deutschland haben und bietet etwas von sich selbst an. Da klickt jetzt Martin mal drauf. Und dann kann man die Request confirm, also man kann sagen, ja, wir tauschen jetzt das Paket. Und wir sind zwar noch nicht komplett fertig mit der Website, allerdings haben wir auch schon die Logik dahinter gebaut. Das heißt, was jetzt noch kommen würde, wäre, man kriegt der Austauschpartner, das heißt der andere Mensch, wo man dann angefragt hat, kriegt dann eine Request und kann dann entweder sagen, ja, ich möchte mit diesem Menschen tauschen oder nein, ich möchte nicht tauschen. Und dann kriegt man halt die Adresse von diesem Menschen zugeschickt und kann ihm dann das Paket schicken und er schickt einem das. Und dann hat man halt diesen Austausch aus der ganzen Welt, wo man vielleicht auch gar nicht weiß, dass man das haben wollte. Das war's im Großen und Ganzen.